Ein Beispiel für ein Eigenschaftsirrtum. A kauft ein Grundstück, um es später zu bebauen. Das Grundstück ist jedoch nicht bebaubar. Somit irrt A über die Eigenschaft einer Sache. Dies ist allerdings nur erheblich, wenn A das Grundstück auch wirklich bebauen will. Dann liegt ein Eigenschaftsirrtum gemäß § 119 Absatz 2 vor. Weitere Sacheigenschaften, über die man sich irren kann, sind Material, Herstellungsverfahren, Qualität und Echtheit. Und insbesondere bei Grundstücken die Lage, Grenzen und die Beschaffenheit des Bodens.